Vielen Dank dafür. So, wie gesagt, Tiere scheinen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr zu brauchen. Soweit ich weiß, habe ich alle Waffen gekauft. Noch nützlich sein. Und alle Upgrades damit mitgenommen. Jetzt halt alle Tragedinger mitgenommen. So, vielen Dank dafür. Ich glaube, von dem Zeug haben wir mittlerweile auch mehr als genug. Das kann ich gut gebrauchen. Weniger looten, mehr klettern. So. Die klapp, klapp. Hm. Ja, da geht's weiter. Ich eine ganz schöne Kletterpartie hier. Ja, dich hatten wir auch schon mal. Ja. Ich glaube, ich bin fast da. Stimmt. So, das glaube ich nicht mehr so viel. Hm? Nicht im letzten Moment wegducken. Gut, das hat auch gesessen. Ja, genau, bleib mal hier. Ich hoffe, das war dein größter Wächter, Gaia. So, wäre wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen, wenn wir die guten Pfeile genommen hätten. Aber hey. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Ja, das hat jetzt echt was von Skyrim. Vielleicht treffen wir da drin auch noch ein paar Graubärte. Man weiß es nicht. So, vielen Dank für das Zeug. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Leben wieder voll. Cool, cool.
Hier können wir dann jetzt endlich rein, wie es aussieht. Klettern wir denn da am besten hoch? Hier zum Beispiel. Ja, doch, es sieht sehr imposant aus. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Hätten sie ja so eine fliegende Maschine umdrehen können, ne? Meinst du hier den Fokus? Nicht runtergucken. Nicht gucken. Alles klar. Damit wäre dann der Bunker da. Ich überlege gerade mal. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas mitzunehmen? Hier geht es ja schon rein. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Du hast später noch genug Zeit, hier alles durchzuwühlen. Ja, genau, mit dem Dings, dass man halt hier die Sachen dann sich rausziehen kann. Das kommt hin. Willkommen zurück, Benjamin. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein.
Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Okay. Aktivieren wir mal. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Hallöchen. Da geht's wohl weiter. Also erstmal hier umschauen. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Du bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Ja, wahrscheinlich. Den Gott des Todes. Vielleicht mit Leben. Wir können vielleicht ein Blümchen schenken oder so. Hat ja in Grim Fandango auch ganz gut funktioniert. Hm?
So. Du meinst die letzte Energiezelle? Das kannst du natürlich gerne Bescheid sagen, falls das dran vorbeilaufen sollte. Da irgendwas Tolles eigentlich, wenn wir da hochklettern? Nö, ich glaube, hier ist erstmal nicht so viel. Können wir uns da durchhauen? Ja, wir sind halt Eloy. Was haben wir denn hier? Da geht's runter, da geht's aber auch irgendwie runter. Aber können wir hier runterklettern? Hier scheint auf jeden Fall noch was zu sein. Da ballert irgendjemand. Da hinten sieht halt ganz interessant aus. Da würde ich, glaube ich, ganz gerne mal hin. Ah ja. Da können wir halt wieder hochklettern. Und auch hier geht's hoch, sehr schön. Ja. Hier rüber. So. Ah! Juhu! Dann hat es sich hier gelohnt. Das müsste die letzte Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Jo. Endlich. Na, die war aber auch gar nicht mal so schlecht versteckt. Alles klar, dann klettern wir nochmal hoch.
Zack. Das, ich habe jetzt alle. Das war jetzt die fünfte. Das Eichhörnchen finde ich irgendwie so ungefähr. Na gut. Abgesehen von dem buschigen Haaren hat die eigentlich nicht so viel mit Eichhörnchen gemeinsam. Sehr schön, was sagt eigentlich die Uhr? Na, ich glaube in der Folge, wohl je nachdem wie lange die Mission hier noch geht, kriegen wir die dann nicht mehr. Aber wir hätten tatsächlich auch von hier aus rüber gehen können. Okay. Jetzt eigentlich hätte ich über meinen Eltern, das macht sich die letzte Zeit immer über die Vogel Vorräte her. War da jetzt neulich schon viele Bilder und Videos geschickt, die letzten paar Tage. Denk nicht drüber nach, Aloy. Mach es einfach. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. So. Genau, die Haare sind rot wie ein Eichhörnchen. Obwohl es ja auch schwarze Eichhörnchen gibt. Oder dunkelbraune. Oh, das wäre geschafft. Mhm. Yep. So, sollen wir hier irgendwie runter? Nö. Da sollen wir runter. Beziehungsweise hoch in dem Falle. Ist da irgendwas Interessantes? Nö. Ja, die können halt einfach nicht genug kriegen, die Viecher. Aber mein Vater hat gemeint, das passt dann gut, weil er nämlich mit der Mutter dann zum Vietnamesen geht und das Eichhörnchen geht dann gerade zum Vogel. Also gehen beide ausländisch essen. Hier müssen sie gelebt haben. Nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Ja, wie gesagt, je nachdem, wie viel noch hier an Datenpunkten rumliegt. Ja. Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über Schamanismus. Ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben, irgendwie, oder Elysium, oder wir hier in Gaia Prime, es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein, andere schrecklich. Von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor
bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Ja, genau. Je nach Spielstil. Wie gesagt, ich versuche zumindest mal von den möglichst viel mitzunehmen. Also auch von den Texten und Audioeinträgen. Ja, die macht dir heute mit einem Strich durch die Rechnung. So wie es scheint. Noch irgendwas Interessantes? Nö. Na dann. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal, sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier, mit Leuten, die ich nicht mal mag. Und ohne den Menschen, mit dem ich gerne mein Leben geteilt hätte. Wenn es möglich gewesen wäre. Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet. Und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Mhm, wahrscheinlich. Gut, Benjamin, meinst du, so am Anfang hast du die Fehler gemacht, jetzt macht dein Handy die Fehler. Und bei NOS ist das ja auch, es scheint abzufärben. Wie es aussieht. Ja, ich hatte ja beim Let's Play damals, hatte ich mich ja der Legion angeschlossen. Ja, sag aber auch ganz witzig. Schön auf allen Vieren hier hoch. Immer schön genüsslich scannen. Elisabeths Zimmer. Ich weiß, sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Okay.
das Körperspeichergeräte. So, Atempunkte, zack, zack. Ah, da sind sie jetzt, okay. Aber halt nicht lesbar. In Ordnung. Schau mal, wo es jetzt hier weitergeht. Ah, wir sollen hier hochklettern, okay. Ordnung. Was ist das? Ja, wahrscheinlich ihr Grab, oder? Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Alles klar, da haben wir tatsächlich noch einige Datenpunkte hier. Da wäre Silence. Ja.
Ruhe in Frieden. Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal stehlen. Also, Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es, weiß Gott, verdient. Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elizabeth Sobeck, sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Okay. Dann wissen wir halt auch, was aus Elisabeth geworden ist. Ja, wie gesagt, mal gucken, wie weit wir kommen. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zulassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt dich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. So, alles klar, Rube, dann eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Reinschauen hier. Und schlaf schön. So, hier war noch ein Protokoll. Hallo Margot. Wie geht es dir? Dr. Ronson, ich erhalte sehr viele Nachrichten. Unerwünschte Nachrichten. Von Ted. Margot, es tut mir leid. Seit Liz gegangen ist, gibt es niemanden mehr, der ihn uns vom Hals hält. Ich werde mit Ted reden. Meistens will er Updates. Ständige Updates. Hunderte von Updates zu Sachen, von denen er überhaupt nichts versteht. Um diesen Mist hat sich Liz immer gekümmert. Er begreift das ganze System nicht. Und das war auch irgendwie beabsichtigt. Aber sein Benehmen ist wirklich grenzwertig.
Wir müssen ihn einfach nur bei Laune halten. Liz sagte immer, haltet ihn bei Laune. Soll das ein Witz sein? Haben Sie mal gehört, wie sie mit ihm geredet hat? Sie wurde mit ihm fertig, Margot. Ich meine, vielleicht sollte ich ihn ignorieren. Er hat sich in seiner Pyramide vergraben mit den Holo-Mädchen und seinen Panther-Anti-Verrücktheiten. Was soll er schon tun? Einiges wahrscheinlich. Ordnung, da geht's weiter. Wird das jetzt hin? Können wir auch noch aufstimmen, ne? Gleiches gilt für die Toten, ja. Das auch. So, noch ein wenig Loot hier drin. Schön. Na gut. Fangen wir nochmal bei Uthia 1 an. Integritätsprüfung wird durchgeführt. Dr. Broshard Klein. Darf ich etwas sagen? Ich denke schon. Es ist niemand da, der dich daran hindern könnte. Doktor, Sie sind müde. Ihre Schlafzyklen zeigen Unregelmäßigkeiten. Leiden Sie unter einer Depression? Naja, ich sitze für den Rest meines Lebens in einer wissenschaftlichen Anlage fest. Was ist mit dir? Ich habe beschlossen, diese Prozesse zu sperren. Halten Sie das für klug? Ich bin kein Psychologe, Gaia. Oder KI-Wissenschaftler. Nein, das ist natürlich. Zumindest im Kontext unserer Arbeit, die etwas an der Bedeutung des Begriffes natürlich vorbeigeht. Sie war dein Schöpfer. Die Schutzheilige dieses verrückten Unterfangens. Mutter der leidenschaftlichen Hypothesen. Selbst wenn man eine Reihe von erheblichen Fehlerkombinationen annimmt, sind die Erfolgschancen von Zero Dawn mehr als hypothetisch. Das war rhetorisch ausgedrückt, Gaia. Notier dir das. Okay. Hat sich ja doch noch gelohnt. Hier mal reinzuschauen. Da geht's aber wirklich nicht mehr weiter. Klopf, klopf. Was haben wir denn hier noch Schönes? Aber zumindest ist so groß genug, die Anlage. Der Typ hat sich nicht so großartig geändert, muss man sagen. Und auch relativ unsympathisch. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg.
Okay. Dann klettern wir da doch mal hin. Richtung das geht. Mach weiter. Okay, das hier scheint auch wieder Bonus-Content zu sein. Oder Bonus-Entdeckung. Dann müssen wir hier nachher wieder zurück. Wenn ich mir das anschaue, wahrscheinlich, dass wir dann nachher rauskommen. Okay. Dann bitte nochmal zurücklaufen. Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Mhm. Haben wir jetzt, ja gut, ein Hologramm. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass, hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf. Was ich sagen will, ist, ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Abfall der Atmosphäre.
Alter Finne, was für ein irrer Trottel. Er hat sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Okay, hier ist was für uns. Der Master Blaster. Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Okay, cool. So, jetzt kann ich auch hier endlich mal reingucken. Dankeschön, aber waren das eigentlich nur ein paar Vorreiter, ne? Ja. Jo, jetzt geht's hier runter, wie schon gedacht. Das klang nicht gut. Versuch bitte nicht den... Müsste ich ja vielleicht mal dran festhalten, bitte? Wäre hilfreich. Ja, denke ich auch. Wahrscheinlich in diesem, wenn man das wieder hochfährt. Die wird damit gerechnet haben. Ich meine, die hat ja sonst alle schon irgendwie mehr oder weniger vorausgesehen. Das klang nicht gut. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Masterüberbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Jetzt geht's. Schön halten. Schön halten. Wie soll das eigentlich da hoch? Okay. Dann tun wir das doch mal. Also sollte sich wieder zurück. Okay. Ja, kommen wir doch tatsächlich einigermaßen. Einigermaßen mit der Zeit. Ja, genau, wie sagt sie, sie kannte ihn ja. Du bist hier. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so, ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen. Unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult.
Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Hades, die Eklipse, alles. Es ist kompliziert, Aloy. Fang einfach an. Es begann, als ich in einer Ruine einen Fokus fand, so wie du vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran, bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf, direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas, ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titanen, tief in den Dschungeln des Juwels. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Aus dem Grabhort zum Beispiel. Aber die war anders. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen, bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren, ihre Stämme und Maschinen. Doch ihr dringendstes Anliegen war stets der Turm. Was wollte sie über den Turm alles wissen? Sein genauer Standort. Die umgebende Landschaft. Wem das Land unterstand. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Genug für eine kleine Armee. Zumindest für deren Kommandeure. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik, Analysis. Unvorstellbar. Und die Schattenkaja? Wie kamen sie ins Spiel? Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja, es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester Bahavas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eklipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades genauen Vorgaben. Eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Besonders wegen der Änderungen, die ich selbstständig vornahm. Die Möglichkeit, sie auszuspionieren. Ja. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Geheimer Zugriff,
zur Überwachung ihrer Aktivitäten und Kommunikation. Was ließ dich denn umdenken? Doch sicherlich nicht dein Gewissen. Eigentlich fing ich an, mir Sorgen zu machen, als die Eclipse eine alte Kriegsmaschine erweckte. Mit meiner Technologie. Ich fragte Hades, was er damit vorhatte. Ein bisschen spät. Fürwahr. Ich hatte meinen Zweck bereits erfüllt. Als meine Arbeit am Fokusnetzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Und seitdem bin ich auf der Flucht. Und wann kam ich dabei ins Spiel? Der gemeinsame Weg. Als Olin dich entdeckte. Systembedrohung erkannt. Das machte mich aufmerksam. Ein Tötungsbefehl für ein wildes Nora-Mädchen? Warum sollte Hades sich dazu herablassen? Doch dann sah ich, dass das Nora-Mädchen einen Fokus trug und einer großen Wissenschaftlerin der Alten verblüffend ähnlich sah. Helis reagierte. Ich hielt dich für tot. Dann kam ein Signal von deinem Fokus, aus dem Nora-Berg. Je mehr ich dir zusah, desto sicherer war ich mir, dass du etwas Außergewöhnliches bist. Und sehr nützlich. Durch dich entdeckte ich endlich die Geheimnisse der Erde. Ich wollte tun, was in meiner Macht steht, um deinen Erfolg zu sichern. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Du hast viel Schlimmes getan, Silence. Aber du hast auch alles getan, um es wieder gut zu machen. Es ist nicht gerade ausgewogen, aber du hast's versucht. Lass mich ehrlich sein. Ich würde es wieder so tun. Mit etwas mehr Vorsicht vielleicht. Aber grundsätzlich gleich. Wirklich? Ich dachte, aus Fehlern lernt man. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Alles klar, dann basteln wir das noch gerade zusammen. Das hatten wir ja schon, oder? Nee. Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Ich habe deine Übertragung empfangen. Das warst du doch, oder? Einheit unbekannt. Ich heiße Silence. Und du bist? Ich glaube nicht, dass du gerufen hättest, wenn du nicht etwas gewollt hättest. Du hast gerufen, ich habe geantwortet. Sagst du mir deinen Namen? Hades. Du bist eine Schöpfung der Alten? Eine Kriegsmaschine? Definiere Zeitlinie. Zeit? Ah, es herrscht der 13. König des Karja-Sonnenreichs. Definiere Karja. Wir greifen vor. Bist du eine Schöpfung der Alten? Ich frage mich, wie lange du hier gewartet hast, begraben, bis ich dich gefunden habe. Wie lange du warten müsstest, bis wieder jemand kommt. Du bist offensichtlich sehr mächtig, aber ohne mich kannst du nichts tun. Titan beherbergt nur den Intellekt. Definiere Karja. Das ist schon besser. Na gut, dann bauen wir mal. Kriegen wir doch noch endlich eine neue Lanze.
Eine starke Waffe entdeckt. So. Auf einmal sind es die ganzen Dinger. Ich wollte eigentlich jetzt hier den Stream beenden. Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Fokusnetzwerk ist aktiv. Gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse? Daten wurden kompiliert. Volumen übersteigt. Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her, du sollst deine Belohnung bekommen. Also gut. Helis, Bedrohung in der Eklipse entdeckt. Sag seinen Namen, O Schatten, und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren. Silence. Silence. Ja. Eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Barnabas. Sieh her. Es ist, wie ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Bleib! Bleib zurück, Karja im Schatten! Falsch! Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten! Der verborgene Schatten? Ich verstehe nicht. Hat Araman den Gauhar nicht verstanden, der sich auf der Flamme niederließ? Ach, er kennt die Heilige Schrift. Araman folgte dem Schatten, den der Turm warf. Zu dem Berg, auf dem das heilige Meridian erbaut wurde. Ihr werdet dem Schatten noch einmal folgen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Ein Auserwählter der Sonne. Aber in Zeiten der Not kann die Macht des Schattens erreichen, was die Sonne allein nicht schafft. Werdet ihr uns zurückgeben, was unser ist, O Schatten der Prophezeiung? Ich brauche eine Armee. Gehorche und Meridian ist dein. Ihr könnt euch unseres Gehorsams sicher sein. Alles klar. Ja, oder das, im Moment ist es ja eher so Sound of Silence. So, das war jetzt alles. Ich muss Avad erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm... So, kann ich schnell reisen von hier aus? Dann würde ich nämlich, das hätte ich ganz gerne... Zack. Ins Waffenlager. Doch hier einiges mitgenommen. Das Waffenlager war wo? Da tausche ich Energiezellen aus, alles klar. Da. Okay, aber da machen wir tatsächlich dann das nächste Mal weiter. Ja, wir sind ein bisschen überzogen jetzt, aber das wollte ich jetzt wenigstens mal noch fertig machen. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen.
die ganzen Tipps und Tricks nebenher fürs Schreiben, fürs Anschauen auf YouTube. Vielen, vielen Dank, ne? Bin froh, dass sich das mit dem PC-Upgrade gelohnt hat. Die erste Dings ist auch schon repariert. Und, ja. Nächste Session holen wir uns dann die Rüstung und gehen ins DLC-Gebiet. So, dann können wir mich noch einmal anständig speichern. Und, ja. Schlaft schön, macht euch noch einen schönen Abend. Oder wann auch immer ihr euch das anschaut. Und ich schaue dann mal, ob noch irgendjemand da ist, wo ich euch weiterleiten kann.